Drei gleichstarke Pferde ziehen, wie abgebildet, am Angriffspunkt A nach rechts. Zwei gleichstarke Stiere nach links. Ein Stier ist doppelt so stark wie ein Pferd. Wer gewinnt? Zuerst konstruieren wir einen Kreis mit Zentrum A und mit einem beliebigen Radius. So können wir hier diese drei Pferdekräfte einzeichnen, die dieselbe Stärke haben, weil diese drei Vektoren gleich lang sind. Jetzt konstruieren wir den Kreis mit Zentrum A und dessen Radius genau der doppelte von dem kleineren Radius ist und somit können wir diese zwei Stierkräfte einzeichnen, die jeweils doppelt so stark sind wie diese Pferdekräfte. Um zu sehen, wer gewinnt, reicht es, die resultierenden dieser drei Pferdekräfte zu konstruieren, dann die resultierenden dieser zwei Stierkräfte zu konstruieren und anschließend die Stärken dieser zwei resultierenden vergleichen. Beginnen wir mit der resultierenden von diesen zwei Pferdekräften. Um die resultierende zu konstruieren, konstruieren wir dieses Parallelogramm und verbinden den gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. So finden wir diese blaue resultierende Kraft von diesen zwei Teilkräften. Jetzt suchen wir noch die resultierende von dieser blauen und von dieser dritten roten Kraft. Das machen wir wieder durch Parallelogramm und somit finden wir die resultierende der Pferdekräfte. Jetzt die Stiere. Wir machen das wieder mit Parallelogramm, aber dieses Parallelogramm ist durch die Angaben ein Quadrat. Hier haben wir also die resultierende dieser zwei Stierkräfte. Jetzt brauchen wir nur noch die Längen dieser zwei Vektoren zu vergleichen. Das machen wir so. Das hier ist das Maß für diese resultierende der Pferdekräfte. Wir sehen, dass das genau diese Länge ist. Diese Länge übertragen wir jetzt hierhin, so, und können feststellen, dass die resultierende der Stiere ein ganz bisschen länger ist als die der Pferde. Also, da R der Stiere renngrößer ist als R der Pferde, gilt, die Stiere gewinnen.